Großhandel Schulterdrücken im Sitzen. Wie bei allen Druckbewegungen, die wir bis jetzt gemacht haben, bevor ihr überhaupt ins Stehen geht, solltet ihr erstmal die Bewegung im Sitzen beherrschen. Deswegen Schulterdrücken haben wir auch wieder den neutralen Griff, Handflächen zeigen zueinander, leicht diagonal oder proniert, die sind in der Verlängerung, sind komplett nach vorne, die Handflächen zeigen nach vorne. Dabei ist es darauf zu achten, welche Bewegung passt für euch am besten, wo habt ihr die wenigsten Einschränkungen in der Bewegung und diese erstmal machen, bis ihr diese hundertprozentig beherrscht. Erst dann langsam in die anderen Bewegungen machen. Das bedeutet aber wirklich, nur wenn es noch nicht geht, heißt das nicht, dass ihr diese Übung niemals machen solltet. Unbedingt an den Problemen arbeiten, aufdehnen, damit ihr irgendwo mal auch hier sein könnt mit der Kurzhantel bzw. mit der Langhantel hinterm Rücken und dann Nackendrücken ausführen könnt. Das ist auf jeden Fall der Endgegner, das Endziel, das ihr unbedingt machen solltet. Ich zeige euch das mal mit der Kurzhantel im Sitz. Und hier haben wir wieder die drei Griffe. Aber den neutralen, leicht diagonal und dann nach vorne. Okay, so, hinsetzen, aufrecht bleiben, dann Schulter wird schön fest, nach oben raus und wieder kontrolliert runter. Der neutrale, leicht diagonal und wieder in die Streckung. Ja, dann proniert, Brust raus, hoch und kontrolliert wieder runter. Wie bei allen Bewegungen geht immer die Bewegungsgeschwindigkeit. Ja, muss kontrolliert ausgeführt werden. Denn wir wollen das alles in den Muskel spüren. Wir wollen unbedingt die Bewegung richtig ausführen. Deswegen kontrolliert die Bewegung und ihr werdet viel, viel mehr aus der Übung rausholen.